Hallo liebe Leute, willkommen bei der News, Dragos News wieder mal. Ja, ich werde dieses Format wieder weitermachen. Ich habe zwei dringende Neuigkeiten. Einmal geht es um Regnum, wieso jetzt momentan mir Regnum überhaupt keinen Spaß macht. Es hat einen Grund, das möchte ich euch kurz erklären. Und ich möchte euch noch über diesen tollen, ja schon fast Erfolg von mir gestern Abend in GTA Stream noch ein bisschen erklären und zeigen, ja, wie es jetzt so weitergeht und so. Also, zum ersten Mal Champions of Regnum ist so. Champions of Regnum macht mir überhaupt nicht Spaß. Ich habe einen Booster gekauft und ich komme nicht vorwärts. Das heißt also, Regnum möchte immer wie penetranter, dass ich stundenlang levele und euch richtig was von, ja, immer das gleiche zeige muss. Das heißt also, was soll ich machen? Keine Ahnung. Zuerst einmal, ich möchte jetzt ein anderes MMORPG spielen. Das heißt, Regnum wird pausiert. Ich spiele es weiter. Wenn ich hoch bin, zeige ich es euch. Wenn ich nicht hochkomme, kann ich es euch nicht mehr zeigen. Das ist das Blöde. Der Clan geht auseinander. Ich habe es wirklich geglaubt, darum habe ich ja gezögert, ob ich ihm beitrete. Ich habe ja zuerst auch gesagt, ich werde ihm nicht beitreten. Erst war ich gestern dabei, mir war es stinklangweilig, ich habe mich aufgeregt und habe sogar ein paar Fehlerchen gemacht, wo ich vielleicht nicht machen sollte, wie zum Beispiel sterben und dann umskinnen und alles mögliche nochmals. Ja, aber auf jeden Fall, ja, regt mich das Spiel auf. Deshalb werde ich Tezos kaufen, also der Elder Scrolls Online, und das mal ein bisschen Let's Play. Und werde mir die Zeit, die ich dort hoffentlich auch nicht brauchen werde, nebenbei, neben dem Video aufnehmen, für Regnum investieren. Gut. Und sobald mal was los ist, nehme ich es auf. Kein Problem. Aber Livestreamen und, ja, einfach so Let's Playen ist jetzt momentan eher zu langweilig. Deshalb tut mir leid, aber Regnum ist einfach böse. Also ich weiß nicht, wie lange andere leveln wollen. Das ist Wahnsinn. Gut, dann kommen wir zu GTA Online. Also gestern haben wir richtig viel zugeschaut, auch neue und viel geredet. Dankeschön dafür. Ich werde, ja, gechattet eher, aber ich werde natürlich alles immer weitermachen, lange Let's Playen heute ab, ja, 16 Uhr, und weil ich einfach GTA Online liebe, so langsam wieder. Es ist einfach, das Problem ist einfach, dass wir extrem abhängig sind von Leuten. Also wenn ihr wollt, wenn ihr das Spiel überhaupt habt, dann bitte ja, kommt online und kommt in meine Crew, auch wenn ihr schon in der Crew seid. Ja, vor allem wir brauchen einfach Leute, sozusagen. Wir haben ein paar Spieler, einer, der ist halt nicht immer online, weil er hart arbeitet, der andere ist online und das Spiel stürzt immer ab, und darum hat er gesagt, ja, er kann jetzt nicht mehr online sein. Deshalb, ja, suche ich Leute, die PC-Version haben. Oh, sorry. Und dann können wir da mega viel Spaß haben, also wirklich. Einer hat sogar, ich kenne jetzt den Namen nicht, der ist nämlich schwer für mich, ist ein türkischer Name, hat gefragt, ob ich jemanden verarschen kann. Seinen Bruder, glaube ich, oder seinen Freund, ja, seinen Kumpel. Ja, könnte ich, aber eben nicht so Fremde. Das Problem ist einfach, dass wir, ja, uns benehmen müssen bei Rockstar. Und deshalb können wir da nicht, ja, raus und einfach alle beleidigen und, ja, eben verarschen. Aber, jetzt sieht's gut aus. Hui. Wir sind voll bekifft. Wir können kein Koks anbauen. Ich hätte unbedingt ein bisschen Geld verdienen wollen. Also wenn mindestens zwei oder drei kommen, egal wie wenig Zeit ihr habt oder ob ihr das Spiel habt oder nicht, kauft es euch. Nein, ich zwinge euch ja nicht. Aber
Ja, wenn ihr einfach Spaß habt, dann kommt doch bitte mit mir und wir machen uns einen schönen Tag hier in unserem Rockerclub und auch beim anderen bei dieser, ja, bei dieser Bürerangelegenheit mit der Yacht. Dann chillen wir auf der Yacht und alles Mögliche. Ist doch viel besser. Ja, jetzt noch kleine News und so. Mountain Blade Warband kommt momentan nicht mehr so gut an. Ich habe keine Ahnung wieso. Aber auf jeden Fall, ja, ist das Bild jetzt gerade ein bisschen komisch. Haben wir da ein paar, ja, haut ab, er will uns nicht runterschlagen wieder. Ja, auf jeden Fall haben wir da ein bisschen Aufrufzahlen weniger. Ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall macht es jetzt absolut Spaß. Die neuen Parts sind der Kracher. Ihr müsst es unbedingt schauen. Auch wenn euch das Game nicht interessiert. Das ist einfach nur krass. Ah, Heiban. Ja, Heiban. Ja, wir schieben es neu. Gut. Dann Minecraft kommt wieder besser an. Ja, momentan habe ich viel, viel erklärt in meinen neuesten Parts, wie ich denn das 1.11 Let's Play so machen werde. Und mir macht's gewaltig viel Spaß. Ich freue mich einfach darüber. Und wir werden, ja, eine schöne Zeit haben im Minecraft Let's Play. Da müssen einfach noch mehr Aufrufe kommen. Ist klar, dass mal die meisten Regnum-Fans sind und GTA Online-Fans sind. Ich will euch nur ein bisschen motivieren. Ich will euch nicht darüber zwingen. Ja. Bisschen schneller. Ich weiß nicht, wie man viel Gas gibt, aber ja. Es geht irgendwie nicht mit dem ganzen Zerdrücken oder so weiter. Eine Dartscheibe. Ja, dann waren wir bei Minecraft. Ja, eben das Kingdom Evolved Let's Play wird immer weitergehen, aber momentan habe ich zu wenig Bock zu switchen, wie auch im Let's Play von dem Server. Ja. Wird weitergehen. Aus dem Civilization 6 wird nicht kommen, weil ich hab's mir leid. PayPal macht mir das Leben schwer. Ich kann es mir nicht kaufen. Ich gehe es auch nicht mit einem Paysafecard holen, weil 100 bekomme ich nicht. Ich muss 2,50er zahlen. In der Schweiz sind es nur 25er, 50er und 75er. Und das geht einfach nicht. Also ja, es ist problematisch. Deshalb Civilization kommt noch nicht. Wenn es viel günstiger ist, kaufe ich es mir. Wenn es vielleicht 25% weniger kostet. Und dann kaufe ich mir alles nach. Jo. Was ist denn das? Ein Vogel. Aha. Dann haben wir als nächstes, was haben wir jetzt noch als Let's Play? Metin 2, es kommen ja nicht so viele Parts. Aber ja, ich muss mir irgendwie motivieren. Irgendwie muss ich das Spiel halt wieder ein bisschen beliebter finden, bisschen besser finden. Ja, das ist das größte Problem, dass jetzt Metin 2 einfach mehr langsam aus den Schuhen stinkt. Einfach halt ein bisschen zu alt schon ist. Die Bewegungsgeschwindigkeit nervt mich. Außerdem nervt mich einfach so ein bisschen das Pay-to-Win-System. Tja. Ja, gut. Also, ich möchte nachher noch mal kurz zu Minecraft zurückkommen, aber jetzt möchte ich gerne über, was wollte ich jetzt noch erzählen? Über etwas Wichtiges. Ich möchte noch gerne über ein Projekt erzählen. Ah ja, über Terraria auf dem Livestream manchmal. Also einmal war es jetzt bisher, ist da ein bisschen wenig. Ich dachte, ja, ich könnte das jetzt noch weiter Let's Playen so, aber es mir stinkt es zu alleine zu sehr. Also wer einen Server hat oder machen kann, den bitte ich doch einen Server zu machen, wo wir unseren Spaß haben zusammen. Together. Gut, dann haben wir noch
ein anderes Livestream-Projekt, wo nicht mehr weitergeht. Oder noch weitergeht. Titan Quest X-Max Mod. Ja, da muss ich schauen, wenn ich Zeit habe, gell? Das geht weiter. Gut, dann will ich noch etwas über den Minecraft-Server erzählen. Der kommt online, wenn sich mehr interessieren. Liked die Parts, kommentiert die Parts von Minecraft und ihr werdet einen Server wieder bekommen. Und der wird extremst cool. Aber ich lade nur noch erwachsene Leute oder Jugendliche, die fit im Kopf sind, wie die erwachsen sind im Kopf, ein. Das ist das Wichtigste. Weil es wird extrem nervig sonst für andere Leute und ich werde sicher Massen bannen sonst, auch wenn ihr nicht schuld seid. Ich werde euch nicht böse sein, wenn ich jemanden banne. Der Novolem wollte es so, der ist halt böse jetzt auf mich, aber mir ist das Schocknoob egal. Der kann halt so etwas sein. Nervt's halt. Ja, also das Problem ist... der Server muss eben klappen. Ich brauche Moderatoren, ich brauche Ding. Ich werde es sonst eventuell wie Bucket installieren, wenn es auf 1.11 ist. Also sonst irgendwas und alles schützen. Aber ich möchte gern das, was in Regnum Tatsache ist, in Minecraft einführen. Wer Lust hat, der darf kommen. Wer richtig Lust hat und das Spiel nicht hat, sollte es kaufen. Es ist ja nicht mehr so teuer. Ja, es ist immer noch so teuer, aber halt einfach Minecraft normale Version, Java-Version, nicht die Windows 10-Version, bitte. Und dann machen wir es so, dass wir ja, 3 oder 4 Völker machen. Ich möchte gerne schon 4 für die Ausgeglichenheit, aber eventuell nur 3. Und dann uns bekriegen. Aber wir werden nichts abbrennen, nichts kaputt machen und so weiter. Ich möchte nur ein einnehmen und aus. Ja, ich will einfach ein bisschen mit Flaggen etwas machen, dass wir die Flaggen dann setzen, dann ist es unser. Wenn die Gegner Flaggen setzen, ist es ihr. Und dann müssen wir es wieder plündern. Und der Server wird eventuell auch nur an bestimmten Zeit online sein, damit es fair bleibt. Gut, aber ja, es leckt gerade bei mir. Das ist einfach Fraps. Ist halt Fraps. Gut, aber mehr erzähle ich dann im Let's Play, also in der Vorschau. Und während des Let's Plays werde ich dann sicher weitere Sachen machen. Gut, also der Server bleibt whitelistet, weil ich weiß nicht, für ja, verunglimpfen oder sonst irgendwas, sondern ich möchte es so fair für alle wie möglich machen. Wer sich nicht fair macht, der muss es auch nicht spielen, oder? Gut, da es zu viel leckt, sage ich jetzt mal Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Drago News. Tschüss.